Mein Name ist Gregor Mönnig, ich bin Zugführer aus Flingern und heute auch als Pressedienst hier vor Ort. Wir haben in den Mittagsstunden die Alarmierung bekommen, dass eine unklare Flüssigkeit im alten Wohnheim ausgelaufen ist und mehrere Leute sich über entsprechende Gerüche beschwert haben.
vor Ort ist festgestellt worden, dass in dem Haustechnikraum bzw. Wäscheraum entsprechende Chemikalien ausgelaufen sind. Nach Recherche der Feuerwehrkräfte ist herausgekommen, dass es organisches Peroxid und Wasserstoffperoxid ist. Beide Chemikalien, so der Haustechniker, werden für die Wäschereinigung benötigt. Daraufhin haben sich unsere Maßnahmen dermaßen gestaltet, dass wir die ausgelaufene Flüssigkeit gebunden haben, die offenen Behälter gesichert haben in entsprechenden Auffangbehältern. Und jetzt sieht man es gerade im Hintergrund von mir, werden die Kollegen, die im Einsatz waren, entsprechend dann dekontaminiert. Mehrere Liter sind ausgelaufen, ist eine Lache von ungefähr 5 Quadratmetern, die stark riechend ist, und offene Behälter zusätzlich.